Der 14-jährige Oban, das ist der dritte Single Malt Whisky, den wir uns genauer anschauen werden im Zusammenhang mit dieser Reihe Classic Malts of Scotland. Und bevor ich hier was zu sage, vorab, ich mache keine Werbung, ich sag ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selber. Der Oban, bevor ich was zu dem sage, muss ich mir erst noch mal was einschenken, damit sich der Whisky auch entwickeln kann. Ich habe den ja in dieser Probierbox mir seinerzeit gekauft. Und dieses 0,2 Liter Fläschchen ist dann auch bald leer. Nämlich genau jetzt. Und weil ich doch relativ viele Whiskys habe, aber natürlich nicht in diesen rauen Mengen den Whisky trinke, habe ich mir den nachgekauft, denn auch in diesen 0,2 Liter Fläschchen kann man also diese ganzen Classic Malts of Scotland nachkaufen. Und dann mache ich das in diesem Fall immer so, dass ich dann einfach hier meine Geschenkbox wieder auffülle mit dem entsprechenden Fläschchen. So, dass also alle wieder richtig vertreten sind. So. Der kommt da gleich wieder rein. Und wir können in der Zeit einen kleinen Blick auf diese wunderschöne, sehr traditionell gestaltete Box werfen. Die 0,7 Liter Flasche kostet in der Regel etwas über 50 Euro. Die ist so lang und so schmal, die passt überhaupt nicht in mein Whisky-Regal. Deswegen ist es mit ein Grund, dass ich mir hier immer die kleinen Fläschchen davon kaufe. Ja, der Oban. Oban ist ein kleines Hafenstädtchen. Das ist so, man ordnet das der Region der westlichen Highlands zu, also ein sogenannter Highland Single Malt. Aber von Oban, da gibt es also auch dann eine Anlegestelle, eine Fähre, da fährt man praktisch so schon zu diesen ganzen Inseln. Das heißt also, eigentlich ist das schon nahe ein Inselwhisky, eigentlich, wenn man so möchte, ein Küstenwhisky. Das macht ihn eigentlich interessant, gar nicht mal so sehr, dass er für die Highlands oder die westlichen Highlands steht, sondern der Oban repräsentiert einen typischen Küstenwhisky. Ja, ganz kurz die äußeren Werte. Er hat 43 Volumenprozent Alkohol und ist meines Wissens hauptsächlich oder ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern gereift. 14 Jahre. Ich weiß, es gibt auch eine Distillers Edition, die gibt es ja zu allen Classic Malts of Scotland. Da gibt es eine Nachreifung nochmal von zusätzlichen 3 Monaten. Das sind, ich glaube, Montilla Fino Fässer. Und damit sind wir also ja bei Fino, sind wir ja bei Sherry. Das heißt, die Brennerei verfügt auch über Sherry-Fässer. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht ein minimaler Anteil von Sherry-Fässern auch enthalten ist. Aber wahrscheinlich das meiste Ex-Bourbon. Wie, glaube ich, alle oder fast alle Abfüllungen des Diageo-Konzerns ist das auch wieder ein gefärbter und auch kühl gefilterter Whisky. Ja, wie gesagt, es gibt diese Distillers Edition und ich kenne dann noch eine andere Abfüllung mit dem Titel Little Bay, also kleine Bucht. Und das ist so eine No-Age-Statement-Abfüllung. Die hat mich jetzt nicht so beeindruckt.
Extrem beeindruckt hat mich allerdings diese Distillers Edition mit dieser Nachreifung. Kostet dann aber auch einiges mehr. Die kostet, glaube ich, so knapp 70 € oder sowas. Ja, die fand ich durchaus beeindruckend. Wäre vielleicht auch mal interessant, die hier so zu verkosten. Die Brennerei gibt es schon sehr lange. Ist schon eine der ganz alten Brennereien von 1794. Und es ist auch eher eine der wirklich sehr kleinen Brennereien in Schottland. Sie produziert, glaube ich, so zwischen 600 und 700.000 Liter im Jahr. Und das ist nicht so viel. Also eine durchaus kleine Brennerei. Sie liegt direkt in diesem kleinen Hafenstädtchen, in diesem Städtchen namens Oban. Und weil sie eben da praktisch umschlossen ist von bebautem Gebiet und Wohngebiet, kann sie auch gar nicht erweitern. Also selbst wenn sie mehr Whisky verkaufen könnte, dann ist das gar nicht möglich. Erweitern kann sie nicht. Und ohnehin gibt es da auch sehr strenge Umweltauflagen, sodass sie da, glaube ich, gar nicht groß mehr produzieren können. Also gibt es eben nur in der Regel diese doch sehr überschaubare Core Range, die wir da haben. Ja, 14 Jahre, das ist auf den ersten Blick eher ein ungewöhnliches Alter. Man kennt es eher, dass wir, wenn wir von Standards sprechen mit Altersangabe, dann haben wir so ganz klassisch 12-Jährigen, 15-Jährigen, 18-Jährigen und so weiter Whisky. Und 14 Jahre gibt es auch, selbstverständlich, aber es kommt nicht so häufig vor. Und ich weiß jetzt gar nicht, seit wann es den Oban 14 Jahre gibt. Da habe ich gar nicht nachgeforscht. Aber ich kenne ihn schon verdammt lange. Also er existiert schon wirklich sehr lange. Er existiert zumindest schon so lange, wie es diese Classic Malts of Scotland gibt. Und das ist ja Ende der 80er Jahre, 89 oder sowas. Und ich glaube, er war von Anfang an auch so dann dabei. Ja, das erstmal so vorweg als Information zu diesem Tropfen. Jetzt werden wir uns ja ein bisschen genauer betrachten, wie der so ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass hier auch teilweise Gerste verwenden, die eben über Torffeuer geräuchert wurde, aber und angeblich findet sich hier auch Rauch. Ich glaube, in den Tasting Notes, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, stehen die überhaupt hier drauf. Weiß ich jetzt gar nicht. In den Tasting Notes steht, glaube ich, irgendwie was von einem kräftigen Rauch. Den findet man hier vergeblich. Allerhöchstens einen Hauch von Rauch, ja, wenn es hochkommt. Der könnte sogar von getoasteten Fässern kommen. Was auch immer wieder gesagt wird, sei eine bestimmte tropische Fruchtigkeit.
Das habe ich alles gar nicht so sehr. In der Nase habe ich eine gewisse Süße. Ich würde sogar sagen, so ein bisschen Honig. Vielleicht so ein bisschen in Richtung. Ja, Honig eher. Wie gesagt, diesen leichten, leichten Hauch von Rauch, wenn es hochkommt. Ansonsten habe ich noch auch einen Hauch von Frucht. Ich rieche da eher so ein Pfirsich. Ja, also diese tropischen Früchte, die man da irgendwie angeblich alle irgendwie so mitbekommt, die habe ich hier nicht so. Und so ein Hauch von Heidekraut, Kräutrigkeit, irgendwie so ein bisschen sowas in der Art. Also für alle, die sich irgendwie abschrecken lassen durch diese Nennung, hier seien starke Raucharomen enthalten, kann man hier eine deutliche Entwarnung geben. Das ist kein rauchiger Whisky. Ja, dieser Hauch von Rauch, der rundet dieses, wie ich finde, extrem angenehme Aroma ab. Es ist jetzt nicht so eine Riechbombe, ja? Wo man sagt, Mann, aber es ist ein angenehmes Aroma. Gehen wir mal. Kommt sehr, sehr weich, sehr mild in den Mund. Dann allerdings merkt man schon, tut sich aber einiges im Geschmacklichen. Ich habe da eine leichte Zitrusnote, die habe ich dabei. Ich bleibe dabei, Pfirsich. Dann diese Spur von Rauch, die habe eher so ein bisschen im Geschmack drin. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie. Da irgendwie der Rauch den Mund ausfüllt oder auskleidet, überhaupt nicht. Es ist ein bisschen käutrig. Und es wird dann eine immer stärkere Würze mit einer ganz, ganz leichten Pfeffrigkeit. Also nicht so nichts Scharfes, nichts Unangenehmes, aber so ein leichter, kleiner, pfeffriger Anklang, der ist schon dann da. Ansonsten Malz. Und ist noch ein bisschen was anderes. Ihm werden immer wieder diese sogenannten maritimen Noten attestiert. Maritime Noten heißt, da soll es immer sowas geben von eine gewisse Salzigkeit, sowas wie Gischt, ja, wird dann oft genannt. Wenn man das weiß, dann kann man sich das auch einbilden. Ja, dann sagt man, ja, ich habe so eine gewisse salzige Note oder so eine gewisse Küstennote. Bei einigen Küstenwhiskys, da hat man die ja nun wirklich sehr, sehr deutlich. Hier hält sich das in Grenzen, was ich nicht als unangenehm empfinde. Also,
Ich habe diese maritimen Aromen, wenn ich ganz ehrlich bin, die spüre ich nicht im Mund. Ich spüre allerdings so ein bisschen Eiche. Nicht unangenehm, aber das merkt man schon. Ein bisschen, es gibt auch, es wird auch ein bisschen trocken. Und es gibt noch irgendwie, ja, was Frisches ist noch dabei. Ganz kleinen Hauch von Bitterschokolade. Ich überlege gerade, was es ist. Mit dieser Frische, mit dieser. After Eight, dieses englische Konfekt, dieses After Eight, ja, diese dünnen Plättchen da, Schokolade, Bitterschokolade, gefüllt mit so einer Minzpaste oder was auch immer, Pfefferminz. Das ist es, aber alles sehr im Hintergrund, ja, alles eher unterschwellig, überhaupt nicht stark, überhaupt nicht aufdringlich. Aber das würde ich sagen, ja, es hält sich auch noch ein bisschen dieses, wie ich finde, Pfirsicharoma. Ich glaube, in den Tasting Notes steht irgendwas anderes. Für mich ist das ein gewisses Pfirsicharoma, aber nicht süß, war ein bisschen sauer. Aber nicht so, dass man dass sich was zusammenzieht oder so, überhaupt nicht. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein besonders süßer Vertreter. Am Ende bleibt eben so eine leichte Trockenheit. Der Abgang, den würde ich als mittellang, aber nicht mehr, also höchstens mittellang beschreiben. Ja, das ist dieser Oben. Interessant ist, dass der Oben gar nicht so populär ist. Ich glaube, das ist eher einer der nicht so populären Vertreter aus dieser Classic Malts of Scotland Reihe. Und wahrscheinlich, wenn es diese Reihe nicht gäbe, also diese Vermarktungsgruppe, dann würde den wahrscheinlich kaum jemand kennen. Er fällt wirklich raus. Er ist ein wirklich eigener Whisky. Ich mag ihn extrem gerne. Ja, also diese kleinen Fläschchen hier, die fülle ich dann auch schon immer wieder mal auf, ne? So dass ich den auf jeden Fall immer da habe. Man kann sich an den echt gewöhnen. Ja, ich finde, es ist ein extrem angenehmer Whisky, der aber ein bisschen rausfällt. Den erkennt man schon. Ja, der hat einen hohen Wiedererkennungswert. Also von daher ist das, finde ich, ein interessanter Vertreter. Wenn wir jetzt sagen Highland, ja, nehmen wir den als Vertreter von Küstenwhiskys, ja, in dieser Reihe Classic Malts of Scotland. Aber da hat er nun wirklich seine Berechtigung. Von daher an alle, die ihn noch nicht kennen sollten, den Oben 14 Jahre, den sollte man wirklich mal probieren. Und wenn man sagt, oh, das ist aber nicht ganz uninteressant, dann sollte man auch mal diese Distillers Edition probieren. Diese Little Baker, finde ich, kann man sich schenken, das ist Geschmackssache. Mich hat das nicht so überzeugt. Aber diese beiden Abfüllungen, also der 14-jährige Oben und dann diese Distillers Edition, der eben dieser 14-jährige nochmal eine Nachreifung für 3 Monate erfährt. Das ist schon was ganz Besonderes. Also das ist für mich ein Highlight aus dieser Reihe. Und wenn wir also bislang hatten den Glenkinchie aus den Lowlands und den Dalwhinnie als typischen Highland-Vertreter und jetzt haben wir hier den dritten, und wenn ich jetzt also mich entscheiden müsste und ich dürfte nur einen mitnehmen auf die sagenumwobene, einsame Insel, es wäre da oben. Ja, das wäre für mich gar keine Frage. Gut,
Nächstes Mal werden wir uns einen anderen Vertreter anschauen, nämlich aus der Speyside, den Craganmore mit 12 Jahren. Bis dahin, bleibt gesund und denkt dran, der Whiskyfreund genießt, er säuft nicht. Von daher in Maßen genießen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.